Eine mysteriöse neue Video-App namens Sin kletterte innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der amerikanischen App-Stores und schlug bekannte Namen wie Instagram, TikTok und YouTube. Die Sin-App ist eine nahezu identische Kopie von TikTok und beide Apps sind das Produkt chinesischer Technologieentwickler. Die Sin-App ist quasi ein 1:1 Klon der bekannten App TikTok, allerdings mit einem gewaltigen Unterschied. Um neue Benutzer zu gewinnen, werden derzeit Menschen in den USA und Kanada kleine Summen bezahlt, um Videos anzusehen und ihre Freunde einzuladen. Die Taktik scheint zu funktionieren. Sin wurde laut Sensor Tower bereits über 3 Millionen Mal heruntergeladen und ist die Nummer 1 App auf der Liste der beliebtesten kostenlosen Apps. Und auch in der westlichen Welt scheint das zu funktionieren. Zwar noch nicht in Deutschland, aber Anfang Mai in den USA gelauncht, ist Sin laut Mashable die Nummer 1 App im US App Store. Soweit so gut. Aber Sin zeichnet sich auch durch eine große Schattenseite aus. Viele der Videos enthalten Wasserzeichen oder andere visuelle Elemente, die darauf hinweisen, dass sie von anderen Plattformen entfernt wurden. Es scheint also so zu sein, dass sich Nutzer am Content anderer bereichern und so rigoros klauen, ähnlich wie sich Sin selbst an der Idee von TikTok bedient hat. So sind auf Sin eine Lawine verdächtiger Konten aufgetaucht, die vom Belohnungssystem der App profitieren. Neben dem Sammeln von Punkten durch das Ansehen von Videos können Benutzer auch Geld verdienen, wenn ihre Freunde bei der Anmeldung ihren Referenzcode eingeben. Letzten Endes wird sich zeigen, ob Sins schneller Aufstieg dauerhaften Erfolg bedeutet, besonders wenn die Leute erkennen, dass sie einen Großteil seines Inhalts auch woanders finden können. Hast du bereits von der Sin-App gehört? Und was ist deine Meinung dazu?